Kabelmanagement im Mini-ITX-Gehäuse. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ich es in meinem Mini-ITX-Gehäuse gelöst habe, das zeige ich euch jetzt am Bildschirm. Okay, vorab zur Information, wer mein Review über das Ofire und Evo noch nicht gesehen hat, so sah der Rechner am Anfang aus, vor dem Umbau. Als erstes brauchte ich Y-Kabel. Und zwar einmal für PWM-Lüftersteuerung und als zweites für die RGB-LED-Beleuchtung. Anschließend erstmal von den ganzen Lüftern, vom Radiator die Kabel von der Pumpe, gekürzt, neu gekrümmt bzw. neue Stecker angelötet. Die Kabel für die Stromversorgung zum Mainboard und zur Grafikkarte. Also diese habe ich auf jeden Fall nicht gekürzt, da habe ich mir komplett neue angefertigt. Und so sieht dann das fertige Resultat aus. Hier haben wir die kurzen Kabel an der Pumpe, den Y-Verteiler an den Lüftern und wie man erkennen kann, habe ich mich dann doch noch für Shrinkless Sleeves entschieden, für die Verbindung zwischen Netzteil zur Grafikkarte und zum Mainboard. Also, was spricht gegen kürzere Kabel? Lange Kabel mit kürzeren Kabel tauschen? Ich denke nichts. Selbst Memo-Tausch, Grafikkartentausch, die haben alle dasselbe Layout, beziehungsweise fast immer dasselbe Layout. Und von daher, da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Die einzige Problematik wäre ein neues Computergehäuse. Aber ich denke nicht, dass ich jetzt in der nächsten Zeit das Computergehäuse tauschen werde. Also von daher, dann danke ich fürs Zuschauen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ab in die Kommentare unten. Ansonsten Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.